Ich gesehen, die sind noch immer alle gute fleißig und backen. Und heute will ich euch ein bisschen Inspiration bringen. A Victoria Sponge Cake mit Quetschekraut. Für meinen Kuchen brauche ich eher Butter, Mehl und Zucker. Und für die Füllung Mascarpone, Rahm und Quetschekraut. A Victoria Sponge Cake ist ein ganz klassischer Sandkuchen mit einer Füllung dazwischen. Und genau wie bei allen Kuchen schlägt ihn mal als erstes die Butter mit Zucker ab. Und da kommen noch und noch 4 Eier dabei. Und zwischen all Eier schlagen ich alles ab. Und da kommt auch noch ein gutes Löffelchen Vanilleextrakt dabei. Den habe ich selber gemacht. Und da gehen in einer zweiten Schüssel die drischen Ingredienten vermischt. Mehl, Backpulver und ein bisschen Salz. Kurz einen Tisch machen. Das muss immer sein. Daran habe ich immer so mein Kant. Ei, super. Okay, und dann könnt ihr das auf 2 Formen verteilt. So, und das machen wir am besten mit einem Wo, für sicher zu gehen, dass auch wirklich Talschicht von dir an dem einen ist und Talschicht an dem anderen. Aber wenn ihr keine 2 Backformen habt mit derselben Größe, da könnt ihr auch eine dicke Backform machen und dann den Kuchen einfach an der Halsschicht durchschneiden. Dann streichen sie nach glatt und dann können sie nur für 20 Minuten an die Schäfchen kommen. Ah, sie sind ganz schön gehen. Dann kann ich sie umdrehen und dann komplett aufkehlen lassen, bis ich sie füllen kann. Ja, und die bloßen Haiöfen drüber, die sind entstanden, weil ich mein Deeg ein bisschen zu viel gemixt habe. Und das ist, weil ich für Tilly Purmol gefilmt habe. Dir daheim hilft die drischen Ingredienten nimm kurz durch die Nasingredienten, für dass sie leicht und locker ist und Öfen ebenmäßig geht. Und während die dort 2 aufkillen, kümmere ich mich um meine Füllung. Und schon habe Mascarpone, die ich mit ein bisschen Zucker abschlagen. Ah ja, und ich erinnere mich noch einmal, dass ich eigentlich den Zucker mit der Rahm abschlagen wollte. Du willst mal direkt so, weil da lesen sich besser ab. Nee, das ist doch nicht schlimm. Okay, und meinen Rahm die kann ich nur zu Schlagsahn anschlagen. Und die geht da nur in das Mascarpone geworfen. Und da kann ich nur meinen Kuchen assemblieren. Und der Kuchenboden lehne ich so, dass das Bombeiert nur innen ist und dass ich hier ein Glas Fass habe, weil dann ist es mir einfach Quetschekraut drüber zu streichen. Eine Victoria Sponge wird normalerweise mit Erdbeer oder Hambiersgebäß gemacht. Mir ist schon mal gesagt, ich finde auch so gut Quetschekraut von der Münster Kirmes. Das ist doch perfekt für so eine Litzebäuer Victoria Sponge zu machen. Und da kann ich die Lot Mascarpone Creme auf die zweite Halschicht machen. Mir ist pipen sie ganz schön hier drüber. Und da könnt ihr zum Schluss noch eine gute Portion Puderzucker drauf und dann ist mein Litzebäuer Victoria Sponge schon fertig. Alle, stay home and stay happy!